habe hier meine Päckchen liegen von meinen Tauschpaketen, die ich gemacht habe. Einmal den mit meiner Manuela und einmal mit Miss Fruchteis. Ja, und Mausi hat es mir nicht einfach gemacht. Ich musste mich erstmal durch den halben Karton rechnen, um das Kästchen Nummer 1 oder das Päckchen Nummer 1 zu finden. Und dieses Jahr habe ich auch wieder den IKEA-Adventskalender. Den habe ich jedes Jahr. Mit dem fange ich auch gerade mal an. Und ja, ich habe mir die App hier schon runtergeholt. Und dann gehen wir hier einmal auf, dass es losgehen kann. Und ja, so ist er dieses Jahr und wir sehen wieder, wir haben überall. Hinter jedem Türchen erwartet dich eine tolle digitale Überraschung. Wenn du dieses Symbol siehst, hast du die Möglichkeit, schwedische Weihnachtsvokabeln zu lernen. Ui, okay. Also die haben sich auf jeden Fall wieder was Cooles einfallen lassen. Und man kann hier wieder interagieren. Okay. Ja, ich möchte jetzt natürlich nicht alles antippen, dass wir alles schon einmal durch haben. Ich will mir das so ein bisschen aufheben. Wir suchen jetzt aber auf jeden Fall das Kästchen Nummer 1. Hier unten ist die 2. Da ist die 1. Und dann schaue ich mal, ob es da eine Aktion gibt. Jawohl. Okay, das war's anscheinend. Ja, das war's. Und dann gucke ich mal, wie ich das hier aufbekomme. Na. Irgendwie ist doch hier was nicht ganz richtig. Ja, das ging jetzt nicht so ganz optimal auf. Das ist dahinter, das scanne ich gleich, da gucke ich gleich. Ja, der ist hier ein bisschen irgendwie verschoben. Ob ich den noch so ein bisschen runterbekomme. Nee, funktioniert nicht, aber es ist nicht so schlimm. Ich komme trotzdem an die Schoki. Ja, so sieht es aus. Hier ist so ein kleines Herzchen mit oben so einer weißen Schokolade und unten einer dunklen. Punk. In der Mitte ist Nougat. Lecker. Und dann schaue ich mal. Ja, hinter jedem Türchen, das hast du schon gesagt. Ups. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie noch ein bisschen schärfer kriege. Wo selbst der Dunkelheit ein Licht aufgeht. Zum Kuscheln fährt der Winter nach Schweden, denn dann wird es dort so richtig gemütlich. Wenn die Sonne sich rar macht, stellen die Schweden traditionell Lichter in ihre Fenster. Aber weil im Land der Wälder, Seen und roten Häuser schön alleine nicht reicht, hat der Brauch der Fensterlichter auch einen ganz praktischen Sinn. Sie zeigen allen, die draußen im Dunkeln sind, wo es ein warmes und gemütliches Zuhause gibt. Bring auch du ein bisschen Licht in den Winter. Die passenden Leuchten findest du bei IKEA. Ah ja, okay. Ja, Werbung ist, ja, ist halt so, ne? Da muss man mit rechnen, wenn man sowas kauft. Ja, das war das erste Kästchen. Hier kommt an die Seite. Und dann fange ich mit dem Päckchen von Manuela an. Was sich hier drin verbirgt. Entschuldigt mich, ich werde nachher das Video auch nicht schneiden. Ich werde es so hochladen, weil ich habe heute mit meinen Freunden, also mit den Kindern von meinen Freunden, hier großes Backen gehabt. Und wir haben hier Kekse gebacken und dekoriert. Und ich bin total groggy, weil ich den ganzen Tag damit zugebracht habe, meine Wohnung halt vorzubereiten. Also ich habe meine ganze Weihnachtsdeko
die ich so habe, hervorgeholt. Ganz früh heute Morgen bin ich mit meinem Mann schon losgefahren um 7:30 nach Hornbach und haben schon einen Weihnachtsbaum gekauft und haben den aufgestellt und geschmückt und ich habe die Wohnung komplett weihnachtlich geschmückt. Und ja, vielleicht blende ich euch hier mal ein Foto ein vom Weihnachtsbaum, wie der jetzt aussieht. Ja, und genau, ich bin einfach groggy. So, und hier hinter verbirgt sich ein Kalender für 2019 zusammen mit einem Stift. Und anscheinend kann man sich hier was raufkleben. Und dann schauen wir noch mal kurz nach drin. Ja, hier kann man sich dann noch mal persönliche Daten reinschreiben. Und hier hat man so eine kurze Übersicht, einfach nur den kompletten Monat. Und dann hat man hier Sachen, wo man sich eben jeden Tag was reinschreiben kann. Und hier hinten nochmal ein Kalender von 2020. Und hier hat man ein bisschen Notizplatz. Ja, kann man immer gebrauchen. Und dann geht es weiter mit dem Päckchen von Miss Fruchteis. Und hier drin verbirgt sich eine Banane. Das muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Das ist ein Etui. Etui für Stifte. Hier ist der Reißverschluss versteckt. Jetzt habe ich es. Ich wollte gerade sagen, eine Plastikbanane. So. Das mache ich gerade mal auf. Hol die gerade mal raus. Zack. Also kann man die hier so an so einer Schlaufe halt halten. Und hier kann man dann aufmachen und kann dann hier seine Stifte reinmachen. Und sie hat mir auch hier so einen Bleistift, den man dann noch die Spitze so rausdrücken kann, noch dazu gepackt in Kawaii-Stil. Ja, auf jeden Fall süß. Ja, und der kommt auch gleich da rein. Ups, nicht hängen bleiben. Und dann kommt das an die Seite. Mal das Papierchen weg. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich bin heute ein bisschen groggy. Ach so, ich habe mir noch einen Kalender gekauft, bevor ich das vergesse. Und zwar ein Rotbäckchen. Und das kann ich heute richtig gut gebrauchen und den werde ich gleich noch trinken. Ja, und dann werde ich jetzt kurz das Video bearbeiten, also das Foto noch einblenden und das Ganze rendern, schneiden und euch hochladen. Okay, ihr Süßen, ich hoffe, ihr hattet heute Freude an dem Video von heute Morgen. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis morgen.